Hallo, ich grüße recht herzlich zum Deutschlandwetter. Auf der Bodenwetterkarte sehen wir eine ganz schwache Hochdruckbrücke über Deutschland, die verbindet das Azorenhoch mit dem Kältehoch über Sibirien. Aber wir haben da noch so ein kleines Tief dazwischen. Nathalie ist das. Das hat auch ein Wörtchen mitzureden. Wir haben nämlich Wolken über Deutschland, die sich im Schneckentempo von West nach Ost bewegen. Auf der Vorderseite von Nathalie haben wir etwas Glück mit der Sonne in den östlichen Bundesländern, wie hier zum Beispiel in Leipzig. Aber es wird jetzt nicht überall strahlend sonnig sein. Wir haben dann aufsummiert im Laufe des Tages etwa 2 bis 5 Stunden Sonnenschein hier. Ansonsten wenig bis überhaupt keine Sonne da. Werden auf jeden Fall diese Wolken dominieren und sie bringen da und dort ein bisschen Schnee oder auch im Tiefland Regen. Viel ist es ja wirklich nicht, was aus diesen Wolken herausfällt. Aber die Südwesthälfte dann durchweg trüb. Am Vormittag, wie gesagt, etwas Schnee oder im Tiefland Regen. Im Nordosten diese freundlichen Abschnitte, die sich auch am Nachmittag teilweise noch behaupten können. Vor allen Dingen Richtung Rügen-Usedom. Ansonsten kommt dieses Gewölk langsam weiter Richtung Elbe vorwärts. Im Südwesten reißt es örtlich auf, aber dazwischen alles katzengrau und immer noch dieser leichte Schneefall oder Regen im Flachland. Meistens haben wir Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad im Plus. Kälter ist es im Nordosten mit kaum über 0 Grad und natürlich auch in den Mittelgebirgen und in den Alpen. Der Wind kommt dabei meistens aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Nicht allzu kräftig, aber spürbar. 2 bis 4 Windstärken sind es. Im äußersten Osten kommt er noch aus südöstlicher Richtung und deswegen fühlt es sich auch insgesamt ein klein wenig kälter an, als auf dem Thermometer abzulesen ist. In der Nacht auf den Sonntag wird es gefährlich im Westen, da tauchen neue Wolken mit Schnee und Regen auf.